Der Duden versteht unter dem Begriff Masterplan einen übergeordneten, umfassenden Plan. Und so einen umfassenden Plan, den Masterplan Migration nämlich, den wollte Innenminister Horst Seehofer heute vorstellen. Wollte, denn das Vorhaben wurde gestern abgesagt. Warum? Weil wir, wie so oft in der Politik ist, noch Gesprächsbedarf haben. Die Kanzlerin und Teile der CDU haben Vorbehalte, weil der Masterplan vorsieht, Flüchtlinge an der Grenze auch zurückweisen zu können. Das, so Merkel, widerspreche EU-Recht. Ich möchte, dass das, was heute gilt, dass europäisches Recht Vorrang hat vor nationalem Recht, dass wir das auch in unserer weiteren Politik umsetzen. Merkels Ablehnung bringt die CSU auf die Barrikaden. Die kündigen an, nicht nachgeben zu wollen. Für uns ist wichtig, dass die notwendigen Maßnahmen, die vermeiden, dass wir ein Jahr wie 2015 wieder erleben, umgesetzt werden. Das sind die Elemente, die jetzt im Masterplan zusammengefasst sind. Und wir werden die umsetzen. Während die Union streitet, feixt die Opposition. Das Gerangel um den Masterplan zeige das ganze Versagen, vor allem von Seehofer in Sachen Flüchtlingspolitik. EU-Recht und Recht und Gesetz gelten auch für einen CSU-Innenminister. Und dieses EU-Recht sollte er endlich vernünftig umsetzen. Und er soll dafür sorgen, dass die Behörden in seinem Zuständigkeitsbereich endlich vernünftig arbeiten. Wir sehen Seehofers Forderung jetzt als Verzweiflungstat vor der bayerischen Landtagswahl. Warum ausgerechnet jetzt? Die Not ist seit 3 Jahren groß, dass Deutschland Grenzkontrollen bekommt, vernünftige wie alle anderen westlichen demokratischen Staaten auch. Ob und wann der Migrationsmasterplan kommt, ist ungewiss. Gewiss dagegen ist, dass der Streit in der Flüchtlingspolitik zwischen CDU und CSU wieder voll entflammt ist. Genügend Zündstoff, um nachzufragen. Mathis Feldhoff in Berlin, ist da ein Kompromiss denkbar zwischen Merkel und Seehofer oder wird das zur Machtfrage? Naja, zurzeit scheint der Kompromiss doch eher in weiter Ferne. Beide berufen sich ja auf europäisches Recht und das zeigt, dass die Interpretation dieser Rechtsfrage längst viel mehr ist als nur eine Kleinigkeit. Horst Seehofer möchte im Kern ja, dass die merkelsche Flüchtlingspolitik aus dem Jahr 2015 aus dem Geschichtsbuch radiert wird. Seine Intention ist, dass es nach Deutschland zu flüchten einfach unattraktiv wird. Angela Merkel möchte hingegen eine europäische Lösung. Sie setzt auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Und Zurückweisungen an den Grenzen würden diese Bemühungen nur torpedieren, so Merkel. Die CSU hat für diese Woche jetzt weitere Verhandlungen angekündigt. Aber da ist längst viel mehr, ob es um eine Rechtsfrage geht, sondern nämlich ums Grundsätzliche, bin ich doch eher skeptisch. Mathis Feldhoff, danke für diese Einordnung aus Berlin.